Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Melzer, hier steht Redezeit zu Ende, das kann nicht stimmen. Herr Melzer, Sie haben behauptet, beim Volksentscheid hätte ein Alternativmodell vorgelegt. Nein, es hat kein Alternativmodell vorgelegen. Wenn Sie die Traute gehabt hätten, Ihr Gesetz als Alternative dem Volksentscheid vorzulegen, was wir Ihnen vorgeschlagen haben, die haben Sie aber nicht gehabt. Bei Tempelhof hatten Sie einen Alternativvorschlag, aber beim Volksentscheid am 3. November haben Sie in einer Nacht- und Nebelaktion hier im Parlament was beschlossen und haben das Volk nicht entscheiden lassen über Ihren Alternativvorschlag. Erstens. Zweitens, wenn Sie sich hier brüsten, diese Koalition hat ein Stadtwerk gegründet, dann müssen Sie doch mal die Realität zur Kenntnis nehmen. Fragen Sie doch mal Ihre Kollegen in den Kommunalparlamenten, die ein Stadtwerk haben, was das Stadtwerk tut. Das ist nicht das, was Sie hier haben. Das ist die Karikatur eines Stadtwerkes. Das verdient den Namen nicht, meine Damen und Herren. Und wenn Sie reden darüber, Sie wollen nicht, dass sich das Stadtwerk am Maklerwesen beteiligt. Also niemand hat vorgeschlagen, dass sich das Stadtwerk an der Leipziger Strombörse am Spotmarkt betätigt und spekulative Geschäfte macht. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel die Berliner Wasserbetriebe langfristige Stromverträge für sich selbst als Unternehmen an der Leipziger Strombörse abschließen. Das hat mit Spekulation, mit Maklerwesen nichts zu tun, sondern das ist solides Geschäftsgebaren, meine Damen und Herren. Und das verbieten Sie dem Berliner Stadtwerk, weil Sie nicht wollen, dass dieses Stadtwerk Kunden gewinnt. Und dann, wenn Sie reden über wirtschaftliche Solidität, dann nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, was die von Ihnen beauftragten Berliner Wasserbetriebe zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit eines Geschäftsmodells auf der Grundlage des von Ihnen beschlossenen Gesetzes sagen. Die Aussage ist ganz klar, es ist nicht wirtschaftlich und deshalb setzen wir das auch so nicht um. Damit muss man sich doch mal auseinandersetzen, anstatt einfach nur eine verfehlte Beschlusslage hier noch mal zu referieren, die uns allen bekannt ist und die außer Ihrer Fraktion niemand mehr will in diesem Haus. Danke schön. Herr Kollege Melzer, wollen Sie replizieren? Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Wolf, Sie haben vorhin dargestellt, dass bei diesem Volksentscheid viele hunderttausend Berliner aufgestanden sind und ein deutliches Votum für ein starkes Stadtwerk abgegeben haben. Vergessen haben Sie, dass es gemäß unserer Gesetzeslage kein Quorum und damit kein positives Votum dieses Volksentscheides gibt. Und ich bitte einfach auch das zur Kenntnis zu nehmen, dass es nach dem Volksentscheid ein bestehendes Stadtwerk gibt. Das ist das Stadtwerk der Koalition und der Volksentscheid nicht die notwendige Mehrheit erhalten hat. Und ich will gar nicht darüber spekulieren, wie viele etwaige Kunden dieses Stadtwerk unter den Wählern des Volksentscheides hatte. Sie haben zum Beispiel vorhin, Herr Wolf, gesagt, all diejenigen, die dorthin gegangen sind und abgestimmt haben, wollen, wie Herr Buchholz, Kunden dieses Stadtwerkes werden. Wir glauben das nicht, dass das automatisch so ist, sondern dass es diese Möglichkeit, wenn sie denn richtig und wichtig wäre, ermöglicht werden sollte, aber momentan die Grundlage eine andere ist. Und die habe ich hier dargestellt. Und da tut es, glaube ich, dem Parlament nicht schlecht, sich daran zu erinnern, was das Parlament zumindest mehrheitlich beschlossen hat. Daran appelliere ich. Und weil der ein oder andere und die ein oder andere Fraktion in diesem Hause, Herr Wolf, ja ganz gerne mal vergisst, wie Beschlusslagen sind, war es mir wichtig, daran zu erinnern, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Das Stadtwerk ist gegründet, das Stadtwerk wird jetzt sukzessive aufgebaut unter den Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber in seiner Zuständigkeit erlassen hat.